Okay, Friends, wir machen weiter mit dem neuesten Video auf dem Kanal von Dial Insight, ja? Das Duell 1, Losan vs. Jürgen. Let's go. Neues Format. Das Duell um 7000 Euro. Unsere feinde Pro-Teilnehmer treten in einzelne... Sag mal ehrlich, Chat, wenn ihr jetzt 7000 Euro dort gewinnen würdet, jetzt sofort, auf die Hand. Am Ende Dings, also du musst nicht versteuern oder so, du hast 7000 Black, so auf die Hand, gib dir einen Umschlag, du kannst auch machen, was du willst. Was würdest du sofort damit machen? Wie würdest du es ausgeben? Sei ehrlich, was würdest du jetzt sofort damit machen? Duellen gegeneinander an. Bei jedem Duell können sie sich einen Dragon Ball sichern. Dieser hat einen Wert von 1000 Euro. Erst wenn es einem Teilnehmer gelingt, sich alle 7 Dragon Balls zu erspielen... Die sagen Gold kaufen, Eltern geben, da sagt einer schwarz oder rot. Ey, Junge, Alter. Löst er das Ticket für die 7000 Euro ein. Es gibt insgesamt 4 Challenges. Reisen. Ja, das ist nice. Bei einem 2 zu 2... Und Gold kaufen ist clever. Also dann ist diese Frage halt zwischen... Ja, der eine denkt so, tamam in die Zukunft, Gold kaufen und Wertanlage, ja, ne? Und die andere Person sagt Reisen und denkt einfach nur an den Moment, ich lebe nur einmal, komm, ich gebe mein Geld aus. Wisst ihr, was ich meine? Beides clever. Der Challenges geht's ins Elfmeterschießen. So, Freunde, neues YouTube-Video, heute ein komplett neues Format, das Duell. Ihr habt schon einen kleinen Abspann gesehen, einmal war das ja Losan gegen Abdul. Heute ist es aber ein richtiges Format und es geht auch um richtig was. Es geht nämlich um 7000 Euro, dafür habe ich 7 Dragon Balls. Der ein oder andere erinnert sich jetzt vielleicht an seine Kindheit so ein bisschen zurück. Heute haben wir uns natürlich auch ein spannendes Duell einfallen lassen. Hinter mir seht ihr schon, einmal der Maskenmann und der Maskenmann. Nein, der Maskenmann hinter mir ist, kannst du die Maskenkette jetzt abnehmen, ist der Losan mit dem Berater. Unseres Vertrauens mit Kevin. Kevin wird natürlich logisch. Die haben sich auch Dings gebieft. Heute nicht antreten, sondern wird mir zur Seite stehen, um die Jungs zu bewerten. Das Duell wird sein Jürgen gegen Losan, der wirkliche Maskenmann. Gegen Losan, wie gesagt, da hinten ist eine Reaction-Box, da werden Kevin und ich reagieren zusammen darauf, was passiert. Es wird insgesamt 4 Disziplinen geben, also 4 Challenges. Wenn es am Ende 2 zu 2 in den Challenges steht, geht es ins Elfmeterschießen, da kriegt jeder 3 Versuche. Und am Ende geht es einfach nur nackt darum, wie viele Treffer erzielt werden. Es geht also hier nicht darum, wer der bessere Fußballer ist, sondern wer häufiger das Tor trifft. Darum geht's. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Da würde ich sagen, rechts, der hat einen Bums auf jeden Fall. In den Challenge Nummer 1. Challenge Nummer 1 ist die Freistoß-Challenge. Jeder kriegt 3 Versuche. Wer häufiger trifft, gewinnt Challenge Nummer 1. Was geht? Hier ist euer Losan Bosmas. Ich war in der Folge 19 mit dabei. Und heute kann man einen Dragon Ball gewinnen. Das heißt, pro Dragon Ball ist 1000 Euro. Am Ende, wenn man alle gewinnt, sind 7000 Euro. Also geht es heute auf jeden Fall um etwas. Und ich werde auf jeden Fall dieses Geld mit nach Hause mitnehmen, mit meinen Jungs Flaschen aufmachen. Sauna-Club, alles, ihr wisst Bescheid. Also Junge, Alter, jetzt gönne ich ihn das erst recht nicht. Der Gegner, der ist gut, aber ist auch viel Ballon hier, weißt du? Ein bisschen Dings Testo. Und ja, gucken einfach. Ich werde auf jeden Fall Leute ein bisschen zeigen, wie man Fußball zockt. Auf jeden Fall, dieser Jürgen ist alles. Auf jeden Fall. Ist nur Luft, Testo, mehr nicht. Ich zeige ihn gleich, damit er realisieren ab morgen. Tschüss, ruhig. Wahrheit liegt auf dem Platz, nicht so viel reden, du weißt. Einfach Fußball, Gas geben, ja, Mann, zeigen, was du drauf hast. In den Challenges, alles die Maschine. Gut, mach ich. Wenn Berater redet, wir sind alle leise. So, hier ist der wahre Maskenmann. Das ist alles gerade war Show. Der wird auf jeden Fall gewinnen. Losan, ich habe Gewichte mitgebracht für dein Gewicht. Ich glaube, das passt. 1 Kilo. Passt zu dir, ne? Aber die brauchen wir heute nicht. Heute spielen wir Fußball. Heute gewinnt der bessere Gewinn und das bin ich. Ja, ich glaube, das wird ein spannendes Duell. Jürgen, sehr, sehr körperlich starker Spieler. Losan, glaube ich, im 1 gegen 1 ist er schon vielleicht nicht stärker, aber da hat er seine Stärken persönlich. Das wird spannend, aber ich glaube, am Ende wird Jürgen das Duell machen. Ich persönlich glaube einfach, dass Jürgen das Duell gewinnen wird. Um ganz ehrlich zu sein, er ist körperlich überlegen. Von der Schusskraft, von der Schussgenauigkeit, glaube ich, auch überlegen. Aber Losan ist Überraschungstyp, der hat immer wieder verrückte Sachen gemacht, die keiner so für Möglichkeiten hat. Jetzt hat er auch so einen richtigen Härtetest zum ersten Mal. Bin extrem gespannt, wie das Ganze ausgeht. Im Fußball weiß man nie, was passiert. Und ja, es wurde schon viel gefeuert, viel geschossen. Ich freue mich jetzt einfach nur auf Fußball. So, Freistoß, Jürgen muss anfangen. 3 Versuche. Wer häufiger trifft, gewinnt. Einen macht er auf. Okay. Auf jeden Fall. Sagst du? Ja, aber der geht schon mal in die Mauer. Oh. Ah, sehr schlecht geschossen. Macht er mit Pfeffer? Torwart, bester Mann. Das ist abgesprochen vorher. Ist euer Ding eigentlich geklärt jetzt so final? Ja, ist alles entspannt. Spätestens nachdem er sich auch dann in der Folge am Ende entschuldigt hat, war alles schon okay wieder. Jürgen, 2. Schuss. Ui, nein, jo. Nein. Ist aber auch nicht einfach, ne? Ich meine, die Mauer ist ja jetzt nicht so weit entfernt. Und direkt dann kommt das Tor. Wie willst du den Ball perfekt da drüber schießen, weißt du? Er kommt mehr über die Kraft, ne? Ja, eigentlich war der erste Versuch ganz gut mit Wucht, Torwart-Eck. Hätte er den jetzt einen Ticken platzierter gemacht, wäre er schon. Aber er hat vorher gesagt, Freischüsse oder die Schüsse gehören mir. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann sein, dass Losan die Challenge gewinnt, ja. Keiner rein, keiner drin. Losan, deine Chance jetzt. Alles kalt. Wenn du über die Mauer setzt, weißt du, was Sache ist. Dann klingelt's. Ja, nicht eine reingemacht. Ich sag dir alles Luft. Jetzt gucken, will ich groß gehen. Ein Treffer reicht dir für Challenge Nummer 1. Das wäre schon mal die erste größere Überraschung. Ich glaube sogar, ja.
Gar nicht mal schlecht, ne? Okay. Jürgen ist mehr über Torwartecke gegangen. Ja, ja, versuch's über die Torwartecke, er will schon über die Mauer gehen. Er muss einen reinmachen. Der ist gut. Der ist oh! Gut so! Ja, ein bisschen mehr Wucht, da wäre er. Oh, gut so! Gut! Boah, ich hab den drin gesehen. Ah, dann hab ich das Spiel. Der war gut, hey. Der letzte war nicht gut, aber der zweite... Boah, der war top. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hatte kurz Herzstillstand, ne? Losan, du hast einen Rückstich. Das ich heißt, hatte du kurz Herzstillstand. Wir gehen jetzt zu Sudden Death, das heißt, wir schießen so lange, bis einer trifft. Rückstich, das heißt, Losan schießt als erstes. Wenn er trifft, du darfst nachstechen, nachziehen, genau. Drei Schüsse, ne? Noch. Einer. Jeder einer jetzt nicht trifft und nicht nächsten treffe, ist vorbei. Vorbei. Okay. Sudden Death. Okay. Der ist konzentriert. Ja, der war okay. Aber die waren, der war auch nicht schlecht getreten. Was kann ich? Nein, er ist voll gespannt, er will. Mach alle haben vor, da. Ich hab aber keinen Cent von mir. Ihn nimmst du nicht mit Flaschen? Nein, Cent hab ich gesagt, 1000 Euro, wenn du heute brav bist. Aber. Hast du gesagt? Ja. Hat er nicht drauf gehört. Was willst du mit dem Geld? Echt, willst du echt mit deinen Jungs Club gehen und saufen ja, feiern? Ich sag ja, also Familie auf jeden Fall erstmal und dann Club und dann ein paar Guzis. Junge, Alter. Guzis? Ja, heißt so bei uns, auf unsere Sprache so. Frauen halt Guzi. Hast du das schon mal zehnmal gehört? Boah, wir sind viel zu alt. Guzi? Ja, das ist ganz andere Generation. Wenn Jürgen jetzt trifft, ist Feierabend, ne? Jürgen, du darfst gerne. Kannst du das atmen, hör ich bis hierhin. Kraft, Torwartecke wieder. Oh. Nochmal, ne? Rückstich, Jürgen. Boah! Schusskraft. Bei Jürgen sitzt gleich einer. Ich hab... Wenn er so weit noch kommt. Wenn er, ja, wenn er noch so weit kommt. So Scheiße. Auch dieser Druck dahinter, ne? Gut temperiert eigentlich auch. Ich brauch diese Palle, ich muss diese Gewicht. Okay, jetzt losern. Nein. Das zählt halt nicht, ne? Nein. Nee. Ach Quatsch, nein. Das ist, als ob du im Stadion gegen einen Vogel glaub, schießt und der Ball fällt ins Tor. Jetzt bin ich gespannt. Losern legt jetzt vor. Der wird gefährlich. Oh. Ja. Sehr gefährlich. Ich mach das Ding jetzt zu. Jürgen macht das Ding jetzt zu, sagt er. Jürgen kann es jetzt beenden. Und Jürgen beendet es. Ich sag noch, Jürgen kann... Krass, aber hätte man halten können. Das beenden, Jürgen beendet es. Also mein zweiter Schuss war sehr gut. Hat der Torwart auch sehr gut gehalten. Jürgen, wir wissen alle, er kann schießen. Also hat es auch gut gemacht, hat auch verdient gewonnen. Deswegen, aber jetzt kommt eine andere Challenge. Gibt noch drei weitere, deswegen niemals aufgeben. Weiter geht's. Also ich muss, glaube ich, erstmal reinkommen. Das ist ein bisschen komisch hier. Ist auch schwer. Sieht schwer, als es aussieht. Aber Losan hat es auch sehr gut gemacht. Beim zweiten Schuss hat sich kurz herzustellen. So, erste Challenge geht an Jürgen. Völlig verdient, würde ich sagen, oder? Ja, verdient. Wobei man schon sagen muss, es war knapper als gedacht. Also Losan hat einmal mit dem zweiten Schuss, glaube ich, für einen kurzen Herzrasen gesorgt. Deswegen haben wir am Anfang, glaube ich, das Ding klarer für Jürgen gesehen. Ja, 100%. Wurde am Ende echt nochmal spannend. Es gibt noch drei Challenges, wo Losan sich jetzt beweisen muss. Wir gehen jetzt in die nächste Challenge, das ist die Five-Shot-Challenge. Und Losan wird jetzt auch starten. Viel Spaß dabei. Losan. Jetzt Five Shot, jetzt musst du performen, mein Freund. Den Elfer macht er. Wie kannst du so einen einfachen Ball nicht reinmachen? Ein Elfmeter. Der macht zwei Stück, sag ich. Den 1 gegen 1 und der mit rechts. Da ärgert er sich richtig, weil er wusste, den muss er machen. Der ne? muss, ja. Elfmeter ist Pflicht eigentlich, ne? Ja, jetzt muss wenn du das Ding holen willst. Ganz einfach locker, kein 1 gegen 1. Okay, hat er gut gemacht. Macht aber gut. Er geht trotzdem ins 1 gegen 1. Das zeigt auch seinen Kopf so ein bisschen, ne? In dem platzierten Eck. Sorry, Wallah Billah Cam vergessen. Wallah, sorry. Krass, dass er aber den Elfer nicht gemacht hat, Digga. Eins zu dem mit recht. Da ärgert er sich richtig, weil er wusste, die muss er machen. Der muss, ja, Elfmeter ist Pflicht eigentlich, ne? Ja, wenn du das Ding holen willst, ganz einfach locker. Kein 1 gegen 1. Okay, hat er gut gemacht. Macht aber gut. Er geht trotzdem ins 1 gegen 1. Das zeigt auch seinen Kopf so ein bisschen, ne? Wenn du den platzierten Ecke bekommst, brauchst du gar nicht so viel Kraft. Nein. Oh Mann, Alter. Schieß doch flach, Digga. Okay. Wenn du dann nur mit einem Tor rausgehst, dann... Das ist schwer. Wenn du mit einem Tor hier rausgehst, ist schon halbe Miete für dich. Vielleicht macht er den jetzt. Total schwer. Boah, ist das unglücklich. Das, da beißt er sich in den Arsch, ja. Schon kein Glück und dann kommt noch Pech. Dazu. Ja, das ist echt ekelhaft für ihn. Aber den kann er immer machen. Guter Touch. Guter, sehr guter Touch. Ah. Oder der kann ja absolut kein Fußball, Alter. Ah, wenn er den mit Innenseite reinmachst, ist er drin. Ah, du hast dich gefreut, ehrlich. Du ehrlich? Ein bisschen, ja, klar. Gibt's ja auch was. Ja, natürlich. Alter, ich sauber, ich sag gleich. Es gibt eine Menge Geld. Scheiße gewesen, ja. Doch. Ey, ich bin richtig wütend, ne? Fick dich Kopf gerade. Den macht er aber auch gnadenlos mit Druck, ne?
Elfer schießt er gut. Kennt er nichts. Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, macht jetzt das 1 gegen 1. Bruder, da einfach bam in die Ecke, Digga. Nicht so viel Faxen machen. Wie macht er? Reicht. Ganz einfach. Reicht so, er muss gar nicht weiter. Reicht, Bro, du hast. Lass, du hast gewonnen. Mach willst du zu Ende machen oder was? Ja, klar. Lass ihn sein Ding zu Ende machen, wenn er will. Das Ding ist. Wie viele macht er noch, was sagst du? Einen noch. Das ist aber krass. Aber aus der Entfernung mit seiner Kraft. Ui, auch nicht schlecht. 1 gegen 1 noch. 3 von 4. Und mit dir? Gleich. Nicht auf diese Dings und du musst auf Tore schießen. Ich weiß. Nee, schlecht. Schlechter Kontakt. Boah, 4 von 5. Was willst du dazu Schuss sagen? Esel, was ist der? Schuss den Pferd hat er. Ja. Also mit meiner eigenen Leistung bin ich relativ zufrieden. Ich glaube, die Schüsse waren alle top. Das ist meine Disziplin. Ich glaube, die Leute wissen das auch. Ja, Lozan hat auch ein paar gute Schüsse, aber ich habe das Ding am Endeffekt geholt. Ja, ganz klare Sache, die Falschstart-Challenge zwischen Jürgen und Lozan. Ganz klares Ding für Jürgen. Der hat, glaube ich, gut abgeräumt. Lozan ist sehr, sehr wütend auf sich selber. Ich glaube, dass er auch diese Wut mit ins 1 gegen 1 nehmen wird in die nächste Challenge und dort eine Reaktion zeigen muss. Weil wenn er das Duell verliert, war es das. So, von jetzt 1 gegen 1 Duell Jürgen Lozan. Jeder kriegt 3 Offensiv- und 3 Defensivaktionen und Lozan fängt jetzt erstmal an der Defensive an. Lozan, wenn du ready bist, gerne. Ey, Lozan, nicht wie Richie und Abdul, ne? Nein. Guter Ball, schlechte Annahme. Raum. Der reicht. Schwer zu verteidigen auch. Was willst du da machen, ne? Wenn er zum Schuss kommt, dann ist der Ball drin. Ich glaube, so weit wird es gar nicht kommen. Ui, kein guter aber Touch. Trotzdem. Ja, jetzt. Quasi, ja. Ball ist weg. 1-0 noch immer. Wenn aber Jürgen das Ding macht, muss Lozan quasi alle 3 Dinger machen, um die Challenge zu gewinnen. Sonst ist das Ganze hier vorbei. Ja. Das ist ein Matchballspiel. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Situation ist klar. Danke. Ein Tor. Da kann er was machen, ne? Auf jeden Fall. Lozan, du musst jetzt 2 Tore machen, ja, sonst ist vorbei. 1 zum Ausgleich, 2 zum Sieg, ja, in dieser Runde. Okay, gerne, Jürgen. Fall ist gut gespielt. Ja, mit schönem Druck. Ah, das meinte ich vor der Übung. Ist noch drin, macht er gut. Ist noch dabei. Ja, Jürgen hat ganz klar körperliche Vorteile. Ja. Boah, guck mal, die packen sich auch an, jetzt geht's. Ja, da geht's ans Eingemachte, aber ja. Vorbei. Jetzt ist natürlich auch ganz, ganz viel. Das war's dann mit Clubs und Guzis und BMMA. Viel Druck da, weil du weißt, du musst beide Aktionen treffen. Mit Tempo drauf, vorbei, direkt schießen. Gar nicht viel Schnickschnack, damit rechnet er nicht. Tempo. Das macht er nicht, er macht's nicht. Der hätte von Anfang an links vorbeiziehen müssen, war doch komplett frei. Oh, macht er gut. Ausgleich, ganz wichtig. Lozan, wenn du jetzt triffst, ist das sogar der Punkt für dich. Ansonsten geht es nochmal in die Stechen und in die weiteren Duelle. Die machen es auch spannend, ne? Da ist was zu holen. Nicht zu viel Schnickschnack. Tempo. Da macht ihn. Oh, Tempo. Jetzt stellt er ihn anders. Ja, jetzt vorbei. Jetzt geht es in die körperliche. Jetzt vorbei. Und dann, ja, dann gewinnt Jürgen. Ah, okay, ich dachte sogar, der macht den. Ist kein Foul. Das Ding ist, wenn er dann den Moment verpasst, so schießt, ja, dann geht es ins körperliche und dann ist Jürgen halt der Stärkere. Rückstich, das heißt, wir bleiben so in Position und danach tauscht ihr, ja? Jeder kriegt noch ein Offensivduell, bis einer trifft und der andere nicht trifft. Hört nicht mehr. Er will nicht mehr. Er kann das nicht mehr. Nein, ja. Dafür fehlt ihm die Füße. Nein, da ist auch die falsche Seite. Boah, Walla Billa hat mich geschubst. Nein. Wie, nein, war doch ein Foul. Man sieht halt, ne, die körperlichen Nachteile, die er hat. Ne? Das ist so ein leichter Drück. Das ist ein Reihe, das reicht doch nicht für einen Foul. Für mich auf keinen Fall. Ne. Der Arme. Jetzt muss er halt gut verteidigen, ne? Und Jürgen einfach im Tempo. Jürgen kann es jetzt beenden. Ja, aber das ohne Tempo ist auch bei ihm nicht möglich. Jürgen kann das ganze Spiel beenden, ne? Ja. Mit diesem Schuss jetzt. Ist aber spannend, jetzt sagen wir ehrlich, extrem spannend. Okay, Lozan, gerne. Das
so unnötig hergeschenkt, aber... Warum? Aber diese Übersteiger, die bringen erstmal in dem nichts. Dribbel normal an, geh mit Tempo vorbei, schieß. Weißt du? Ich würde diese... bei diesen. Aber genau das ist das Problem, weil warum? Warum machst du das? Ja. Wenn du jetzt das Ding reinmachst, hast du das Ding zugemacht. Richtig. Also nicht nur die Challenge, du hast den ganzen Duell beendet. Ja, du gewinnst den ersten Dragon Ball, ja, und gehst dann in den Übersteigern so leicht hochnäsig. Für was? Fokussiert das Ding über die Linie, bringt fertig. Aber es ist vielleicht auch diese, ich sage nicht mal Arroganz, aber Überheblichkeit zu sagen, ich gewinne das Ding sowieso, der kommt an mir nicht mehr vorbei. Und jetzt kommt er vorbei und jetzt muss er ihn reinschießen. Und das macht er fast. Das macht er wirklich gut, Lozan. Heute haben wir nichts gesagt. Ja. Gute Annahme. Tempo. Das macht er gut. Das macht er richtig stark. Schnelle Bewegung, schnelle Beine. Aber das hast du die ganze Zeit wenn gesagt. Er Tempo macht, ist er schwer zu verteidigen. Dann ist es einfach schwer. Hätte er von Anfang an machen müssen. Okay, Jürgen. Letzte Chance. Du kannst noch mal ausgleichen, sonst ist es vorbei. Du musst. Tat schlecht. Er weiß, er geht nur links vorbei. Er hat sich jetzt schon ein bisschen verdribbelt. Nein, er hat Spaß mit. Nein, das, den wird er nicht holen. Weil jetzt muss er ins Technische gehen. Vorbei. Er holt sich nochmal. Ich dachte, das wäre, er hätte ihn schon. Er muss ihn sauber rausspielen, nochmal für die Zuschauer. Jetzt ist vorbei. Puh, hat der Glück gehabt. Lozan gewinnt das Ding. Verdient aber. Verdient. Ich dachte, da war ich schon vorbei, aber als Jürgen das Auto verloren hat, war schon vorbei. Ich habe erst im Nachhinein, als ich gemerkt habe, jetzt ich will kurz davor zu verlieren, habe ich schon mal richtig stark an mich geglaubt. Und ja, ist halt Kopfsache. Gott sei Dank habe ich gewonnen jetzt. So eine Challenge, gewinne ich die 2-2. Nichts ist unmöglich, deswegen war auf jeden Fall von beiden sehr anstrengend. Sowohl offensiv als defensiv. So Freunde, es wird nochmal spannend. Das ist genau das, was die Zuschauer sich wünschen und was wir uns glaube ich auch wünschen. Es steht 2-1. Somit kriegen wir unsere vierte Challenge und das ist die Powershot Challenge mit der Beischussmaschine. Habt ihr schon vielleicht in einer oder anderen Feind der Pro-Folge gesehen? Die Beischussmaschine spielt den Ball relativ flach und sanft und der Angreifer muss einmal mit Power direkt aufs Tor schießen, ums Hütchen herumlaufen und den nächsten Ball aufs Tor jagen. Insgesamt 5 Versuche. Wer häufiger trifft, gewinnt. Wenn Lozan diese Challenge gewinnt, gehen wir ins Elfmeterschießen, weil dann steht es nämlich 2-2. Dann kriegt jeder 3 Elfmeter, dann wird das ganze Ding hier, der Dragon Ball, entschieden, wer ihn bekommt, über das Elfmeterschießen. Wenn aber wiederum Jürgen gewinnt, ist das Ding zu und damit gewinnt Jürgen den ersten Dragon Ball. Deshalb viel Spaß jetzt erstmal mit der Powershot Challenge. Der Jürgen fängt an. Okay, gerne. Ich bin gespannt. Boah! Gut, geil geschossen. Der trifft gut. Den macht er. Das haben wir. Boah, Bruder, ist vorbei. Der gewinnt. Ich sage, dass er den reinmacht. Du musst halt jetzt gleich was ganz Besonderes machen. Boah, hey. Junge! So ist der natürlich auch. Shit. Wie viel hat der? 2 hat er gemacht, 2 Minuten. Boah. Ja, da hätte der Keeper auch ein bisschen springen können. Der pusht sich auch. Wobei. Boah, drei Dinger. Das ist der Haut. Den knackelt er da rein. Lozan, wenn du ready bist, du musst. Ey, Bruder. Ich schwaff alles. Also, ich finde aber auch, guck mal, wir sind bei 18:8. Also, guck mal, hier ist das Hütchen, schön auf der Seite und der kann perfekt in die Mitte laufen. Aber dieser Idiot, Digga, der hat das so scheiße platziert, genau in der Mitte. Ja, eine, so wie er anläuft, so wie der Ball. Das ist doch wohl die scheiß Position. Der selbst sich damit, ja. Nee. Den macht er richtig gut. Warte. Den macht er richtig gut. Es sei denn, der wollte nah am Tor sein. Jetzt muss er die letzten beiden machen zum Ausgleich. Noch 2. Jetzt muss er beide machen zum Ausgleich. Okay, die letzte zum Ausgleich. Jetzt oder nie, Lozan? Warte, der Torwart steht doch nicht mal. Jawohl! Geile Jay, hast mich gefickt, ey. War doch spannend. War am Ende noch sehr, sehr spannend. Also, er hat auf jeden Fall verdient gewonnen. War auf jeden Fall auf einer Seite auf Augenhöhe. Ich bin gerade richtig. Das heißt, Jürgen hat jetzt seinen Dragon Ball, hä? Ich auf 180. Ich bin auf mich selber richtig enttäuscht. Ich hab einen noch gerade reingemacht, wird zum Elfmeterschießen kommen, dann wäre 50-50. Ja, egal, das Ding geht weiter. Hat er verdient, hat er souverän gemacht. Ich glaube, die Sauna-Club wird nichts. Aber ist egal. Scheiße. So, Freunde, heute haben wir ich glaube, Sauna-Club wird nichts. Das neue Format hier neben mir, Jürgen. Glückwunsch dazu. Dankeschön. Du darfst dir auch hier erstmal den Dragon Ball Nummer 1, das ist die Nummer 1, den Stern Nummer 1 raussuchen. Der ist quasi 1000 Euro schon mal wert. Wenn du alle 7, die er spielst, ist quasi. Das heißt, nächste Runde wird dann Jürgen gegen jemand anderes spielen, ne? Und sollte er das verlieren, bekommt der andere
beide Dragon Balls oder wie? Quasi dein Ticket für die 7000 Euro eingelöst. Das sieht schon schmackhaft aus. Der bleibt auch bei dir. Lozan, für dich hat es heute nicht gereicht. Ach, alles gut. Auf jeden Fall. Vielleicht wollen die Zuschauer da draußen Lozan in einem anderen Duell noch sehen. Ich glaube, bei dir bist du. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr sehen wollt, kommentiert bei Dians YouTube-Kanal. Und auf jeden Fall Glückwunsch an Jürgen. Hat er sehr stark gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Auf jeden Fall sehr anstrengend. War ein guter Gegner. War auch gut für mich, weißt du? Konnte ich ein bisschen messen mit dem. Und ja. Das entscheiden die Zuschauer wie immer gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Lozan noch mal in einem anderen Duell sehen wollt. Bei Jürgen geht es darum, jetzt sich einen weiteren Dragon Ball zu erspielen gegen den nächsten Gewinner des Formats. Ihr werdet mit Sicherheit die nächsten Tage noch weitere Gewinner sehen und könnt dann auch gerne kommentieren, gegen wen Jürgen antreten soll, um seine Sammlung zu vervollständigen. Okay, dann werden erstmal sich zwei duellieren und danach die beiden gegeneinander. Okay. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Macht unheimlich viel Spaß, muss ich sagen. Ist, glaube ich, ein ganz cooles Konzept. Nee, ist echt cool. Deshalb abonniert den Kanal, um einfach die weiteren Duelle und vor allem das Finale nicht zu verpassen, wer am Ende die 7000 Euro bekommt. Check gerne die Glocke ab. Okay. Ja, cool, Digga. Warum nicht? Kann der Dian mich auch gerne mal einladen? Misch mal kurz auf da, Digga. Ist ja Schnick, Schnack, aber naja, sollen die mal spielen, die Kleinen, und ein bisschen Spaß haben am Fußball.